Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute in diesem Video an das Thema Size of Opportunity, SOO, und warum das einer der Hauptgründe ist oder sagen wir mal einer der Haupthürden, warum du sagen wir mal, als Solopreneur, IT-Experte, Berater, Dienstleister oder auch schon mit ein paar Mitarbeitern oder hoffe ich sind es ja zwei oder drei, die sich zusammengetan haben, eine Firma gegründet, IT-Experten, nicht so wirklich weiterkommst. Und ich nehme heute mal exquisit, ungefiltert, hundertprozentig, mit hundertprozentiger Transparenz, komplett durch und durch alle Zahlen, einen namenlosen Kunden von mir, also ich nenne ihn nicht namentlich, aus der IT-Expertenbranche, Security, und mit dem ich ein Jahr oder sogar eineinhalb Jahre zusammengearbeitet habe. Und was daraus die Learnings waren ganz konkret und warum wir nicht so wirklich aus den Puschen gekommen sind und warum wir dann auch gleich im gegenseitigen Einvernehmen einfach gesagt haben, okay, ihr wollt einfach letztendlich erstmal nicht so wirklich wachsen, ja, die ganzen Parameter, die dafür nötig sind, also wirklich eine große Firma aufzubauen, ist nicht gegeben, das ist euer Wille, ist euer Wunsch, es wäre möglich, aber ihr wollt es eben nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann bleibt eben quasi in der Größe. Und heute, erst vorletzte Woche, habe ich ihn wieder ein Lead generiert, immer mal wieder, wenn ich im Markt was höre und es passt auf die, dann schiebe ich den halt ein Lead rüber und kriege meine 20%, 25%, 30% Provision und fertig und gut ist. Aber kommt da nicht so häufig vor und das ist einfach dann für mich auch quasi für eine langfristige Partnerschaft ja letztendlich auch uninteressant. Und wir schauen uns heute mal das Thema Size of Opportunity an. Ich kürze es mal ab, SOO, ja. Ich schreibe es auch hier nochmal hin, für diejenigen, die irgendwie Size of Opportunity. Ja, super, super wichtig. Und letztendlich ist es quasi, der Kerngedanke dahinter ist wie immer Customer Lifetime Value, ne? Der wichtigste Kerngröße, egal was du tust da draußen als Selbstständiger. Und Size of Opportunity ist letztendlich so in der Kundenakquise das, was du quasi als Prognose, ja, das ist sozusagen die Vorstufe von Kundenwert. Der Kundenwert ist letztendlich das, was du rückwirkend auf idealerweise einen gewissen Zeitraum, ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre, ausgerechnet hast. Das ist der Kundenwert, nur ganz kurz der Unterschied. Du kannst sagen, okay, ich habe in den letzten fünf Jahren habe ich 10 Kunden gehabt und insgesamt 1 Million Euro Umsatz gemacht, dann war mir ein durchschnittlicher Kundenwert, ein durchschnittlicher Customer Lifetime Value 100.000 Euro. Das Size of Opportunity ist letztendlich genau das Gleiche, nur bevor ich überhaupt Kunden gewonnen habe. Das heißt, ich möchte ein neues Produkt am Markt bringen als produktivierte Dienstleistungen. Ich möchte irgendwie mich auf ein neues Thema spezialisieren, auf SAP-Schnittstellen zum Beispiel oder Microsoft Microservices, mich da reinhacken und also mich daran arbeiten und mich dann da spezialisieren und da als Experte dann auftreten für die nächsten 5 oder 10 Jahre, ja, viel weiter wie 5 Jahre im Voraus, ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, überhaupt vorauszuplanen. Und rechnen wir quasi im Vorfeld, also nicht im Nachhinein, im Vorfeld aus, was ist die Size of Opportunity eines potenziellen Kunden auf die Zukunft prognostiziert, auf die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und hier einfach mal so eine Art Beispiel aus der Vergangenheit. Also zunächst erstmal machen wir quasi so eine Art Negativbeispiel. Also es ist nicht wirklich ein Negativbeispiel, aber einfach ein Beispiel, wo es nicht so wirklich gegangen ist. Und dann im nächsten Video mache ich dann so eine Art Positivbeispiel. Also wir reden jetzt hier von einer Bude. Das sind also 2 Mitarbeiter, 2 GFs, ja, also 2 Experten. Ja, also das ist schon mal wichtig. Wir haben hier jetzt eine Firma, eine 2-Mann-Firma, ja. Also 2 MA und die sind Experten. Das ist mal der erste Parameter, um Size of Opportunity und so weiter. Dann, zweiter Punkt, durchschnittlicher Tagessatz. Die waren also sehr, sehr gut, waren spezialisiert in IT-Security. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die haben zum Beispiel auch White-Label-Hacking gemacht, aber auch Schulungen, aber auch sowas wie sich als Handwerker ausgeben und versuchen, mit Absprachen natürlich in Firmen reinzudringen und so weiter, also ganz lustige Sachen. Und
Der Tagessatz war so zwischen 1850 und 2450 Euro Tagessatz. Ja? Okay, jetzt magst du denken, okay, cool, ja, war ein guter Tagessatz. Ja, die haben auch gut verdient, das ist kein Thema. Sie hatten mit zwei Mann hatten die schon ein paar hunderttausend Euro im Jahr. Also das ist schon ganz okay. Da kenne ich zum Beispiel auch so Softwareentwicklerbuden, die haben doppelt so viel Mitarbeiter, um das gleiche, um den gleichen Umsatz zu machen, wie die zwei zu zweit gemacht haben. Okay. Jedoch ging es hier, jetzt wird es richtig interessant. Was ist denn der durchschnittliche Customer Lifetime Value? Also das ist letztendlich das, was wir jetzt rückwirkend dann versucht haben auszurechnen, auf die gab es auch schon 10 Jahre oder länger, auf die letzten 10 Jahre bezogen. Aber da sind die Preise dann nicht so wirklich aussagekräftig, deswegen macht man nicht recht viel länger Customer Lifetime Value als wie 3 bis 5 Jahre. Ne? Aber auch einen gewissen Zeitraum, damit er eben aussagekräftig ist. Und dann haben wir hier festgestellt, dass ein so ein Job, also eine Stufe davor noch, was ist das Size of Opportunity? Also die sagen, ja, so ein Job, wo wir quasi da so hacken und so weiter, IT-Security irgendwie operativ irgendwas austesten und so weiter, der dauert immer so im Durchschnitt 3 bis 5 Tage. Ja? Und da geht es schon los. Das sind sehr, sehr kurze Zeit. Ja? Und wir haben das dann noch quasi mit der Zeit im Laufe des Jahres noch erhöht, nochmal plus 3 Tage im Durchschnitt mit Schulungen. Also wir haben quasi immer versucht, Schulungen damit dran zu knüpfen. Aber letztendlich 5 Tage war der Durchschnitt. Ja? Also wir haben den Durchschnitt dann nochmal um 1-2 Tage erhöht, aber es war jetzt nicht so, das sind ja hier maximal dann noch der Durchschnitt war vielleicht dann nochmal 2.000 bis 4.000 Euro mehr. Was bedeutet das letztendlich? Dass wir hier letztendlich ein CLV hatten von durchschnittlich, also das ist das Zeichen für Durchschnitt, 6.000 Euro bis 10.000 Euro, ja. Und hier beginnt da schon der Trouble, ja. Das ist sehr, sehr niedrig, ja. Das heißt, du musst viel Effort, also viel Aufwendungen, du musst ja hier schon mal anfangen zu kalkulieren, Vertrieb und Marketing und so, ne. Und die hatten halt immer so ihre Kunden über Empfehlungen, ja. Das läuft auch so, da kann man auch gut irgendwie vom Leben so dahin, aber nicht so wirklich ein Business aufbauen, ja. Und das heißt, wir müssen jetzt hier an der Stelle schon mal sagen, okay, so ein Customer Lifetime Value, also ein Kunde, ein Neukunde, ein Auftrag. Ich würde mal sagen, nicht so sehr Neukunde, sondern ein Auftrag. Okay, wir sagen jetzt hier, ich sage jetzt mal absichtlich Auftrag. Ich mache das hier auch mal hier in einer anderen Farbe, weil das ist nochmal ein Unterschied. Neukunde oder Auftrag. Weil du kannst ja quasi mit einem denselben Kunden mehrere Aufträge haben über einen Zeitraum. Wir rechnen ja hier den Customer Lifetime Value auf einen Zeitraum von, sagen wir mal, 5 Jahren aus. Ja? Aber dennoch, dann ist der Customer Lifetime Value vielleicht 20.000 oder 30 maximal. Warum? Weil so ein Pentest zum Beispiel, also so IT Security, die Dienstleistung, die halt angeboten haben, die wird nur alle 2 bis 3 Jahre einmal durchgeführt mit dem gleichen Dienstleister. Dann wird der auch wieder rotiert und ausgetauscht, um quasi die Erfolgsdichte sozusagen zu streuen. Ja, das geht zu sehr ins Detail. Long story short, hier der CLV Max war, CLV Maximum war, sagen wir mal, 20.000. Allerhöchstens maximal 30.000, aber auf einen Zeitraum von 3-4 Jahren und so. Ne? Also wenn überhaupt. Aufgrund der Tatsache, dass man auch selbst dann denselben Dienstleister nicht immer wieder fürs Gleiche hernimmt, war das sogar eher unwahrscheinlich. Also das heißt, wir konnten jetzt mit den Schulungen da diesen Customer Lifetime Value von 6.000 bis 10.000 dann nochmal auf 4.000 oder sowas erhöhen, also quasi auf 12.000 im Durchschnitt, sagen wir mal so. Aber trotzdem. Also jetzt hatten wir quasi einen durchschnittlichen Customer Lifetime Value von 12.000 Euro. Das bedeutet, du musst quasi ja eigentlich 2-3 Aufträge pro Monat generieren, ja, um letztendlich immer zu busy zu sein. Ja. Jetzt ist aber so, dass wenn die quasi busy sind, die müssen natürlich, du musst dir bedenken, 3 Tage bis 5 Tage, 5 Tage dauert, eine Woche dauert ein Auftrag, dann haben die insgesamt
Vorarbeit, Nacharbeit, ja, Reporting, ganz, ganz wichtig bei diesen ganzen Tests, ja, haben die aber insgesamt mindestens nochmal 2 Tage zu tun. Das heißt, mehr wie 2,5 Kunden oder Aufträge pro Monat, so ab dem 3. wird schon echt super stressig, ja. Und das ist dann auch nicht gut, weil dann sind sie nicht mehr konzentriert und das ist eine sehr kritische Aufgabe, die sie da machen. Also ja, da musst du wirklich so klaren Kopf bewahren. Da brauchst du auch immer wieder Pausen. Ja? Also du siehst schon, das Thema hier war das, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit oder 2 Möglichkeiten. Ihr macht ein Tool, also quasi ein Tool, welches ihr als Konserve verkauft, ein produktiviertes Stück Software, das ihr dann quasi skalierbar verkauft gegen eine Lizenzgebühr. Das ist das Erste. Und die zweite Möglichkeit ist ganz einfach, Leute einstellen. Es gibt so viele IT-Security-Testfirmen und so weiter, die haben viele, viele Mitarbeiter. Und hier war eben das Hauptproblem, dass sie einfach niemanden einstellen wollten. Sie wollten einfach niemanden einstellen und ich habe es echt ein Jahr lang versucht, sie davon zu überzeugen irgendwie. Aber sie haben sich irgendwie nicht getraut oder wollten sie nicht, zu viel Stress, was auch immer. Und wenn du als Unternehmer quasi eine schon problematisch skalierbare Dienstleistung halt anbietest letztendlich. Ne? Schulungen könnte man eventuell noch besser skalieren, ja? Aber das war nicht das Kerngeschäft. Also letztendlich das Kerngeschäft, was sie angeboten haben, war schwierig zu skalieren, ohne Mitarbeiter einzustellen und ohne ein Tool zu bauen, was dann wiederum quasi erstmal richtig, sagen wir mal, bug-free sein muss. Es muss dann erstmal multiple Male getestet werden und im IT-Security-Umfeld ist es halt wirklich, da geht es halt wirklich richtig zur Sache und es muss wirklich genau, muss wirklich funktionieren alles. Das heißt, du brauchst erstmal 10, 20, 30 Testkunden oder sowas, ja, bis halt dann quasi so ein Stück Software dann wirklich auch marktfähig ist. Es ist ein riesiges Investment, sehr viel Aufwand. Also beide Varianten, die eigentlich viel, viel leichtere und normale Variante, die du zuerst gehst, das gilt aber auch für alle Softwareentwickler, ist, dass du Leute einstellst, dass du dich über quasi Manpower, auf die du eine Marge hast, aufgrund deines unternehmerischen Risikos, aufgrund deines Know-how-Transfers, dass du die auch schulst, trainierst, Junioren sowie Senioren, bei dir einstellst und dich einfach mit Manpower skalierst. Das ist nun mal so. Du kannst einfach nicht sagen, ja, es gibt keine andere Möglichkeit, wirklich vernünftig zu skalieren. Denn du brauchst jetzt mal eine gewisse Unternehmensgröße. Und dann mache ich dann im weiteren Video bei dem Positivbeispiel auch noch. Du brauchst eine gewisse Unternehmensgröße, um überhaupt einen gewissen Cashflow zu haben, um eben das Polster, finanzielle Polster zu haben, um letztendlich eine produktivierte Dienstleistung vernünftig bauen zu können und diese dann auch im Markt platzieren zu können. Das sehe ich halt immer wieder in so Schulungs- und Masterclass und Masterminds und Coachings und so weiter. Da sitzen halt Solopreneure, also die letztendlich 100.000 im Jahr machen, programmieren oder sogar drunter teilweise über Headhunter oder sowas vielleicht nur, ja, also weniger machen. Und wollen aber, sagen wir mal, über produktivierte Dienstleistungen sich skalieren, sich hebeln, finanziell schnell frei werden und so weiter. Du hast ja die Ressourcen gar nicht dafür. Ja? Da komme ich, wie gesagt, im nächsten Video noch drauf zu sprechen. Für dieses Video erstmal Sense. Ja, wir sind schon wieder bei, oh mein Gott, bei 13 Minuten. Eieiei. Genau. Und wir sind halt dann so verblieben, dass letztendlich, ja, wenn ihr keine Leute einstellen wollt, dann ist es halt wirklich nicht, hier ist gar nicht wirklich skalierbar das Ganze und ihr habt auch nicht die finanziellen Ressourcen und so weiter und ihr wollt schon seit 6 Jahren, redet ihr davon, dass ihr quasi ein skalierbares Tool bauen wollt und tut es nicht, also von daher beide Möglichkeiten, habe ich dann gesagt, okay, nach 1,5 Jahren oder sowas habe ich gesagt, okay, wenn ich was weiß, schiebe ich es euch rüber, kriege ein bisschen Provision, aber für eine, was ich normalerweise anstrebe, für eine langfristige Partnerschaft, dass man dauerhaft zusammenarbeitet, war das dann für mich auch uninteressant. Ja? Okay, so, das war jetzt das Negativbeispiel mehr oder weniger. Ich hoffe, ihr konntet euch da einiges rausziehen, obwohl es jetzt IT-Security etwas speziell war, aber es gilt auch viel, letztendlich das Prinzip oder die Gründe, warum es nicht funktioniert hat, wirklich so, also weil die halt quasi nach wie vor, wie die letzten 15 Jahre, auch die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich immer so um die 200-300k machen werden und niemals 1 Million, sind
genauso quasi, es ist halt jetzt ein echt Beispiel aus meinem Kundenstab der letzten 5 Jahre. Und es gilt aber auch quasi für Softwareentwicklung. Okay, bis zum nächsten Video. Und ja, wenn du dir was rausziehen konntest, lass mal einen Kommentar, einen Daumen hoch oder melde dich einfach über meinen Link. Bis dahin, tschüss.